Willkommen zur ersten Folge GTA Roleplay. Das wird passieren. Ja, ich hab ja ein Geschäftsmodell. Hab ich halt vor, ein Taxi mache, ja. Und ich mache psychologische Beratung hinten drin. Bin ja gelernter Psychologe, okay, ne? Okay. Ich bin Psychologe, ich kann da vielleicht vermitteln. Red okay. Bitte nicht mit denen. Gärtner, bitte, deine Schnauze, bitte. So, interessante Haarfarbe von Ihnen, ne? Dankeschön, ja, ich bin der Achterbein. Sind Sie mein Taxigast? Genau, ich hatte Sie bestellt, richtig. Guten Tag. Hör auch damit. Lass das. Ich habe das alles nur am Rande mitbekommen. Ich bin Geologe und versuche hier nur die Situation zwischen den beiden ein bisschen aufzuklären. Heute werden wir das allererste Mal GTA Roleplay auf Entspanntbasis ausprobieren, ja? Wir werden heute auf GVMP, meine Freunde, gemeinsam spielen. Ja, Leute, ey! Hey! Ich würde sagen, wir kicken direkt rein, oder? Was sagt er? Ich habe richtig Bock, Mann. Ich habe richtig Bock. Ich habe mir in letzter Zeit super, super viele Streams von Herr Bergmann angeschaut und bin über Herr Bergmann wieder da drauf gekommen, Leute. Und dachte mir, ja, wir probieren es einfach mal aus, Alter. Riesige Shoutout an der Stelle an das GVMP-Team, Leute. Die haben sich echt Zeit für mich genommen und mir Dummkopf alles erklärt. Und ich würde sagen, Leute, ich öffne das Spiel und wir fangen direkt an, Leute. Ich habe übertrieben Bock, Mann. Ich habe richtig Bock drauf. Ich sitze hier und Ich muss jetzt ganz kurz warten, Leute. Da vorne ist ein Hund. Sau süß. Weil ich muss nämlich jetzt mein Einreisegespräch machen erstmal. Von ganz unten müssen wir es hocharbeiten jetzt, Leute. Das wird schwer. Wird schwer werden. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Hallo. Sie müssen der Herr Walter sein, richtig? Genau, richtig. Der Herr Walter, ganz genau. Genau. Wie war denn erstmal Ihr Flug, Herr Walter? Ja, sehr angenehm. Bis auf das schreiende Kind hinter mir. Wirklich alles eigentlich ganz gut. Sehr angenehm. Ja, wie lange sind Sie jetzt geflogen? 12,5 Stunden tatsächlich. Okay, ja, das ist lang. War ja nonstop, ne? Aus welchem Land kommen Sie, wenn ich fragen darf? Aus Ecuador. Ecuador? Ja. Okay. Ihr Vorname wird mit D am Ende geschrieben, richtig? Genau, richtig. Bernd. Okay. Wie das Brot. Ja, genau. Warum kommen Sie denn nach Los Santos? Es gab Arbeitsplatzmangel bei mir im Land. Wie ich eben schon solche erwähnt hatte, war es da ein bisschen schwierig für mich als ehemalig gelernter Mediziner und möchte mir jetzt hier in Neustadt aufbauen und hatte da auch mit meiner damaligen Frau den einen oder anderen Disput zu klären und ja, brauchte einfach einen Neuanfang. Okay. Und hatte meine eigene Praxis gemeinsam mit meiner damaligen Frau, die mir dann leider Gottes fremdgegangen ist und ich dann schlagartig das Land verlassen musste. Ich musste einfach da raus. Okay, genau. Alles klar. Das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Meine zwei Kinder, da musste ich auch den Kontakt abbrechen. Der eine, der sitzt im Gefängnis, der andere leider Gottes drogenabhängig. Es war nicht leicht für mich, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es dem Paul geht. Mit dem anderen Sohn habe ich gar keinen Kontakt mehr. Ja. Das ist verständlich, dass Sie da unbedingt weg wollen, ne? Ja. Ich muss Ihnen von Anfang an sagen, ich möchte Ihnen keine Angst machen reingehen, keine Sorge. Mhm. Okay. Aber natürlich gibt es ja auch Kriminalität. Die gibt es überall. Gut, das ist in jedem wirtschaftlich entwickelten Land so. Dann kriegen Sie von mir einmal hier den Personalausweis. Und ich wünsche Ihnen auch einen angenehmen Tag. Super. Viel Erfolg auf der Insel. Und wunderbar. Ja. Dankeschön. Ich werde mir hoffentlich sehen wir uns nochmal. Ja, war sehr angenehm. Na gut, dann kommen Sie mal mit und kaufen Sie kurz ein Handy. Ja, lieb, gerne. Ja, sehr schön. Soll ich Ihnen ein bisschen erklären, das Handy oder kennen Sie Kenne ich mich soweit ein bisschen aus. Ich hatte ein ähnliches Modell in Ecuador. Ich hätte ein Schussloch reingekommen. Ist jetzt kaputt, aber habe jetzt hier das neue. Das kriege ich schon hin. Das ist, genau. Also wir sind hier am Du. Ach Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja, Heidewitzka. Ja, müssen wir die Polizei rufen? Ist doch Fahrerflucht. Ja, aber da muss man doch. Also das lässt man doch nicht auf sitzen, oder? Gut, ah, hier. Nur so ein kleiner Freiberuf. Da können Sie den Herrn mal fragen, ob Sie einen Rasenmäher bekommen. Ja, hat er gesagt. Ich krieg einen tatsächlich, ja. Das ist ein fragliches Konzept hier, ne? Wie der Mann jetzt hier Geld verdient, ist interessant. Ist der Mann, wenn ich das so fragen darf, ist der dumm? Also, der ist ja jetzt. Hier sind jetzt mehrere Leute, die ständig den Rasen mähen. Ja. Mhm. Ach, das lohnt sich aber, Mensch. Die $110? Wahnsinn! Ja, ich hab ja ein Geschäftsmodell. Das sind meine Notizen hier. Und zwar habe ich halt vor, dass ich hingehe und ein Taxi mache, ja. Ich fahre aber nicht, ja, sondern es fährt wer anders. Und ich mache psychologische Beratung hinten drin. Ich bin ja gelernter Psychologe, ne? Da macht das sicherlich Sinn, sich da ein bisschen auszutoben. Ja, und den Leuten hier auf dem Server ein bisschen zu helfen, klar. Ja, meinen Sie, das funktioniert hier? Ist Bedarf da? Für den einen oder anderen, sag ich mal, auf jeden Fall. Ja, okay. Ein bisschen Hilfe. Ja, es ist immer so, ne? Es ist immer started from the bottom, now we're here, ne? Das ist doch die Line, ne? Ich will natürlich jetzt hier hoch hinaus, sag ich mal, klar. Nehmen wir von Roller, da brauchen Sie auch keinen Führerschein dafür. Ach, ist das so, ja? Ja, richtig, also deswegen habe ich den da empfohlen. Dann düse ich mal los, ne? Oh, auf geht die wilde Luzi. Dankeschön. Schönen Tag noch, wünsche ich Ihnen, ja? Wir haben uns aber hier die schnellste Kiste von allen geholt, oder Leute? So, dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen, Leute. Ein bisschen hier direkt mal, dass wir den Führerschein noch machen heute. Wahnsinn, wie ich hier mit dem gelben Helm hier die Straße entlang pace, ja, meiner neuen Berufung als fahrender Psychologe auf diesem Server hier bergab Richtung
unglaublichen Erfolg krache. Bin mal gespannt, wie sich das hier heute alles entwickelt. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User disconnected your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. Ach Gott, Leute, ach Gott, Mensch. Gibt es ja vielleicht auch andere Wege, wo man gut Geld verdienen kann, ne? Kann man irgendwie weiterhelfen? Sie fahren ja irgendwie so verwirrt die ganze Zeit hin und her. Nee, ich hab jetzt alles gefunden. Ich hab nur ein Problem gehabt mit meinem GPS-System. Das war kaputt. Ist aber jetzt alles in Ordnung. Das funktioniert jetzt soweit. Wie finden Sie meinen Roller? Nicht schlecht, hatte ich auch am Anfang. Ich gehe jetzt da hinten bei dem Vollidioten Rasenmähen, der zahlt da richtig gut für. Ich habe das 10 Minuten gemacht danach. Habe ich was anderes gesucht. Ja, aber wo finde ich denn hier was anderes? Ich hatte das Glück, dass ich ein Angebot bekommen habe von ein paar Leuten, die so ein Business führen. Und da hatte ich halt dann LKWs zur Verfügung, mit denen ich dann, Kröten zum Beispiel. Das ist zwar illegal, aber gut. Kröten, ja, okay. Kennen Sie wahrscheinlich noch nicht. Nee, sagt mir gar nicht. Ja, das hat mir dann auch gut gebracht. Ne? Ist das denn im Rahmen der Legalität oder? Also nicht, wenn ich jetzt hier von Ihnen, ne, das möchte ich jetzt ganz klar sagen. Da lasse ich ja aber die Finger von. Hola, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Die Dame, schönes Auto, Roller, den ich hier habe, oder? Ja, wo kriegt man den denn? Den kann man sich am Flughafen ganz dich... Verliebt! Ich bin nicht so gut mit Frauen, es tut mir leid. Wären Sie gerade leicht nervös, oder? Boah, ich bin wahnsinnig nervös, immer was Frauen angeht. Das ist gar nicht meins. Nee, gar nicht ihres, okay. Nee, also das habe ich jetzt nicht... Das haben Sie jetzt gesagt. Ich kann nur nicht so gut... Nee, das haben Sie gerade gesagt. Ich kann nicht so gut mit Frauen... Oder täusche ich mich? Ich kann nicht so gut mit Frauen, es tut mir wirklich leid. Ich muss... Aber knapp, ey. diesen Berg hier hochkrüppel, Alter. Jetzt wird gut Geld verdient, hä? Und auf geht's. Jetzt hier mit den Jungs erstmal den Rasen mähen. Moin. Ja, hallo? Hallo? Darf ich fragen, warum Sie jetzt hier nackt rumfahren? Ich bin nicht nackt. Doch. Nein, ich bin nicht nackt. Also ich sag's Ihnen so, wie es ist. Ich sehe gerade Ihren Oberkörper. Sie sind gerade mit der Unterhose. Ja. Am Rasen. Okay. Also Real Talk. Also... Die Kleidung vielleicht oder so. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Bernd Wolter. Wolter mein Name, ja. Achso, nee. Oder vielleicht im Kleidungsladen fahren oder so und da mal gucken? Ich hab ja kein Geld. Ich hab ja nichts. Bin ja hier gerade am Geld verdienen. Jetzt müssen Sie Geld haben, oder? Oh. Das kann ich nicht annehmen. Das kann ich ja nicht annehmen. Ich kenne sie ja kaum. Das ist vollkommen in Ordnung so. Ich kenne sie. Aua! Was spinnst du? Boah, aua, mein Kopf, Junge, jetzt, aber. Muss das sein? Alles gut, Pien? Alles gut bei mir. Sie sind mir mit dem Rasenmäher über den Fuß gefahren. Das ist gar nichts gut. Ich habe 1,4 Millionen auf dem Konto. Es ist 10.000 jucken mich halt null. Weird Flex an der Stelle. Ich bin ja Psychologe, so, und ich habe mir hier geschworen, ich möchte das den ehrlichen Weg. Die Karriereleiter steil nach oben, ja? Nur um jetzt mal Kleidung zu kaufen, weil Sie haben ja gerade keine Kleidung. Nein. Ja, Hände hoch und schwören, bitte. Ist keinerlei. Alle, ja, okay, keinerlei. Ja, also, dreimal Hände hoch, dreimal Hände hoch, dann. Okay, gut, dann gehe ich jetzt mal nach vorne und gebe mal kurz den Rasenmäher ab. Super, danke. Also, super freundlich hier, der Kerl. Oh, 420 Euro. Der wirtschaftlich denkende Marihuana-Boss. Achso, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Harry Stafford. Ach, hallo. Bernd Wolter, mein Name. Guten Tag. Perfekt, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin bei einer gewissen Gruppierung drin. Gruppierung? Ist eine relativ bekannte hier. Die nennen sich Gents. Okay, Gentlemen. Was eher hier, Gentlemen, ja. Du wirst auf jeden Fall vieles hören von der Gruppierung. Und die sind auch cool, oder? Die nehmen wir. Die ist es. Die ist es, perfekt. Harry? Ja? Kommst du jetzt mit oder nicht, Harry? Stell dich am besten aber kurz an. Wo geht's denn jetzt hin? Also... Wer ist das? Das ist ein Neuling, den ich hier... Lass mal bitte beim Gärtner kurz raus. Haben wir jetzt zusammen ein Abenteuer. Also, ja, wir haben ein bisschen Stress mit jemandem. Ich bin Psychologe, ich kann da vielleicht vermitteln. Ich bin ja immer jemand, der als... Jemand Bekanntes, der gut vermitteln kann. Bin sehr empathisch und höre gut zu. Ja. Harry, kannst du mir eine Waffe geben? Steig einfach nicht aus, bitte. Und red bitte nicht mit denen. Red bitte nicht mit denen. So, also ja, lässt kurz die Erklärung, damit du Bescheid weißt. Wir haben mit irgendjemandem jetzt gerade irgendwie Stress bekommen. Aber die Möglichkeit, dass man da mal spricht mit denen, gibt's nicht, oder wie? Ja. Sie können mich auch erstmal als Neutralen vorschicken, wenn sie wollen, ne? Dann rede ich da mal. Ich will es nicht unbedingt annehmen, das gern. Ah, ja, wo sind wir denn jetzt hier? Ist ja wahnsinnig aufregend hier, Wahnsinn. Ey, wer ist das eigentlich hier hinten bei uns? Den hab ich am Gärtner getroffen. Warum kommt der jetzt mit? Das verstehe ich nicht. Weil der mit Harry einkaufen war. Ich bin noch am Vermitteln, also ich kann ja helfen auch vielleicht, ne? Eddie, wir haben irgend so einen Gärtner bei uns hinten drin.
willst du denn mitnehmen? Wolter, Bernd Wolter mein Name. Irgendein Gärtner, der soll... Ich wollte nicht mitnehmen, oder? Der ist einfach... Ja, das ist irgendein Tipp von Harry. Also ursprünglich bin ich Psychologe, wenn ich das kurz anmerken darf. Lass den hier draußen, Jungs, nicht ins Nee, Digga, meine Rolle ist in der Innenstadt. Also, die Herren, sie haben mich jetzt hier ins Auto. Guck mal, ganz kurz, Bernd, wenn du dabei bist, bleib einfach ruhig, okay? Ja, klar. Ja, das Ding ist, wenn man hier am Westen, am Hanffeld ist, will man meistens nicht reden. Am was? Am Hanffeld, Hanf. Ja, ja. Nutzhanf für Seile nehme ich an, nicht das mit dem THC, oder? Ach, Digga, ey. Nee, nicht für Gärtner, THC. Bitte, Alter, nicht Schnauze, bitte. Also mein Sohn, der Paul, der sitzt ja im Gefängnis wegen Marihuana. Ey, Teddy, lass mich bitte bei dir mitfahren, ich kann hier nicht reden. Och, ey, es ist... Ich bin der allererste Multimilliardär hier auf der Insel. Wie sagt man so in der Jugendsprache? Weird Flex, aber Glückwunsch, ne? Weird Flex. Alright, Bro. Wenn du hier mit den Gents rumhängst, ne? Mhm. Also hol dir lieber eine Schutzweste. Schutzweste? Ein Rollkragenpullover wollte ich mir eigentlich auch anziehen. Darf ich nach vorne? So, Leute, die Party kann beginnen. Fiesta, Fiesta. Okay, Es gibt hier Gruppierungen, wie wir zum Beispiel, die Jets. Es gibt aber auch Fraktionen, die hier nun mal hier im Staate die viel größer sind als Gruppierungen. Ja. Und ich will mich bei einer Familie vorstellen, die aus Japan stammt. Deshalb auch die rote Hose. Eigentlich ziehe ich nicht gerne rot an. Ja, aber macht einen schönen Hintern, wenn ich das so sagen darf. Ganz kurz, hast du schon eine Einnahmequelle? Ich bin beim Rasenmähen gerade, ne? Ich sag dir so, wie es ist, wenn du Rasenmähen, das ist nicht die beste Einnahmequelle. Ja. Du willst aber wahrscheinlich eher das Legale machen, nehme ich an, wie du gesagt hast. Du hast ja schon mehrmals gesagt, du willst eher im legalen Wege dein Geld verdienen. Als Vermittler kann ich sicherlich auch zwischen Gruppen vielleicht missionieren, die in der Illegalität hängen. Die kann ich ja auch da raushelfen als Art Streetworker eventuell. Ja, aber du willst jetzt nicht illegal dein Geld verdienen. Also keine Drogen verkaufen. Um Gottes Willen, mein Sohn ist drogenabhängig, der Paul, der ist im Gefängnis. Da kannst du ja den paar verkaufen. Ist ja unglaublich schön. Wahnsinn. Der Ausblick ist super. Der ist geisteskrank. Oh, hier, die feinen Tropfen sehe ich hier gerade schon, die Herren. Große Flasche. Die einige Party ist wahrscheinlich gefallen. Oh Gott, was ist das hier? Darf ich gar... Die Bomben. Oh mein, ist das dekorativ, oder wahrscheinlich? Nur Deko, kann man so sagen. Was kosten sowas? Gerade ist für 25 zum Verkauf. 25 Millionen. Ich habe 3000. Wie soll ich denn da... Was haben wir denn hier noch? Das wäre perfekt für meine Praxis. Mhm. Das wäre ja super. Ja, wenn sie mal hier unten das Zimmer zur Vermietung haben, irgendwann sagen sie ruhig Bescheid. Wenn ich dann irgendwann mal genug Geld habe, dann kann man hier sicherlich die ein oder andere Therapiesitzung machen. Das ist ja... Also, ja, hier kannst du auch gerne kostenlos machen, die frei sind. So ist jetzt nicht. Ja, müsste ich mir mal überlegen. Dürfte ich denn auch hier mein Gewerbe dann anmelden? Wäre das dann... Ja, das macht das nicht. Ja, natürlich. Schlägt gerade irgendjemand auf dem Auto ein. Ich hoffe mal nicht, dass es unser Kfz ist. Ja, ist unseres, aber... Ich gehe mal ganz kurz darüber und stell die beiden mal zur Rede. Das ist ja... Entschuldigung, der Herr auf dem Motorrad. Entschuldigung, mit dem Mundtuch. Ich verstehe Sie nicht. Sie sprechen von zu weit unten. Was soll das denn mit dem Auto jetzt? Sie haben jetzt hier die Scheibe eingeschlagen. Das muss jetzt nicht sein, oder? Es war ein Versehen. Ihre Geburt war auch ein Versehen. Was ist denn mit Ihnen? Was interessiert die das? Niemand hat Sie gefragt, wie man weiter... So, sind die ganze Zeit Beleidigungen hier. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ja, notieren Sie sich das doch. Gehen Sie doch zum Officer. Sie können froh sein, dass ich jetzt hier nicht meine Fäuste auspacke. Wenn wir auf der Art und Weise miteinander reden, dann kann ich dir mal zeigen, was deine Mutter gestern Abend bei mir gemacht hat. Was hat er gesagt? Alles gut. Sie haben ein großes, großes Problem. Ja, ich habe was Großes, aber Problem ist... Ja, ich habe auch ein großes Problem, meine Güte. Bernd, bitte das mit dem Mutter und so weiter unterlassen. No-Go, ne? Roller. Natürlich, no-go. Da habe ich mir jetzt auch ein bisschen übernommen. Wirklich No-Go. Tut mir leid. Dann würde ich mir jetzt, glaube ich, mal ein Taxi rufen, die Herren. Oder sollen wir dich nochmal zum Roller fahren? Ich habe mal gehört, dieser Tim Bergmann soll gut sein. Ja, ich rufe den Mann jetzt mal an. Ich habe das auch eben schon mehrfach gehört. Dann fahre ich mal runter zum Pier und werde mir da mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ne? Sehr, sehr viele Emotionen, die hier jetzt hochgekocht sind. Ne? Was geht, Aqua? Und wer ist das denn hier? Wunderschönen guten Tag. Ich bin Bernd Wolter. Guten Tag, Bernd Wolter. Was ist denn Diplom-Psychologe? Diplom-Psychologe ist jemand, der tatsächlich anderen Leuten mit psychischen Störungen und Problemen hilft und versucht, da Klarheit zu schaffen im Kopf. Ne? Das ist interessante Haarfarbe von Ihnen. Ne? Dankeschön, ja, ich bin der Aquaman. Der Aquaman. Aquaman. Und was ist Ihre Profession daher? Ja, ich bin Superheld, hallo? Du bist Superheld? Mhm. Bin ja auch. Okay, und was sind Ihre Superkräfte? Ja, hab keine. Wollen Sie vielleicht eine private Sitzung kurz bei mir buchen? Das klingt so, als könnte ich eventuell da ein bisschen vermitteln. Ne? Desorganisierung. Ja. Ja, kann man gerne machen. Ich hab hier hinten
Sven hinter dem Amonesen stand, da habe ich unter der Brücke gewohnt. Kann ich sie auch kein hinführen auf ein Café einladen. Da lebe ich momentan wieder. Wie ist denn das generell zu dieser Persönlichkeitsabspaltung gekommen? Ich meine, sie halten sich für einen Superhelden, Aqua. Ja. Ist das denn für sie eine Ausflucht aus der Realität? Ich meine, was für Realität? Es ist doch echt. Also. Ist es ist denn so, dass sie sagen, dass sie interessiert sind an einer eventuell längerfristigen Therapie, um sie vielleicht da aus diesem Loch, aus dieser gespaltenen Persönlichkeit, aus dem Synonym, aus dem Paradoxon Aqua wieder herauszuführen, aus dem Alter Ego? An Samstagmorgen war ich beim Auto unterwegs. Ja, und ich habe nicht auf die Straße geachtet und eine Klippe gewesen. Eine Klippe, ja. Da bin ich halt drüber geschossen über diese Klippe und... Und dann ins Meer rein, hm? Ja, und seitdem werde ich mich halt Aquaman, weil... Um quasi das Traumata, was damals passiert ist, so ein bisschen zu verarbeiten, nehme ich an. Ja, ja. So, Leute, erster Patient, der ist betreut worden. Jetzt ist aber ganz entspannt hier. Kleines bisschen Geld verdienen, ne? Die Frage, wieso fahre ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Rasenmäher rum? Ist doch eh schneller als der Roller. Komme ich dafür direkt ins Gefängnis? Entschuldigung. Der war bei mir auch vorher im Business. Entschuldigung, Björn. Ja? Ich suche das Orangenfeld. Wo ist denn das? Bei den Weinbergen. Danke. Aua. Alles gut bei Ihnen? Nein, mein Kopf tut weh. Hallo? Hallo? Mein Kopf tut weh. Sie haben mich umgefahren. Brauchen Sie eine Tablette oder so? Was haben Sie denn für Tabletten? Können Sie mir kurz eins beantworten? Ja. Hier kann ich kein Geld verdienen, oder? Die Orangen sind ganz woanders, oder? Ja, hier ist die Presse. Okay, wo sind denn die Orangen? Können Sie hinfahren, wenn Sie wollen, oder haben Sie hier ein Auto? Ich habe einen Roller. Ich bin mit dem Roller hier hingefahren. Dauert ja bestimmt ein bisschen länger, oder? Ja, lohnt sich das überhaupt, mit einem Roller oder mit einem Auto die Orangen zu fahren? Sind Sie mein Taxigast? Genau, ich hatte sie bestellt, richtig. Guten Tag. Hüpfen Sie rein. Darf ich hinten einsteigen? Das dürfen Sie, ich muss nur kurz aufschließen. Eben, gerne. Ich bin mit dem Roller hier hingefahren. Wie kriege ich den jetzt zurück in die Stadt? Ist das der hier vorne? Nee, der. Doch, das ist er. Ja, das gute Stück. Ja, den kriegen Sie zurück, indem Sie damit zurückfahren, junger Mann. Nein. Ja, das dauert natürlich. Ich fahre erstmal mit Ihnen. Okay, wo soll's denn hingehen? Ich muss zum Würfelpark. Zum Würfelpark? Was machen Sie da denn? Ich habe da einige Klienten. Ich bin heute auf der Insel angekommen. Ich bin gelernter Diplompsychologe. Oha. Und habe da gleich ein Treffen mit einem der stadtbekannten Superhelden, Aquaman. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ein Kerl mit blauen Haaren, blauem Mund und einer Sonnenbrille. Der hält sich für einen Superhelden. Und das wollen Sie heute austherapieren? Ja, wir haben jetzt schon mehrere Therapiesitzungen gemacht. Wir hatten jetzt die erste Therapiesitzung mit seinem Kollegen zusammen. Der Mann ist jetzt obdachlos seit 3 Wochen. Und jetzt versuchen wir ihn gerade ein bisschen in die soziale Gefüge wieder zurückzuführen. Ne? Wann sind Sie angekommen? Heute tatsächlich. Ich bin heute angekommen. Ja, heute schon Sitzungen und alles. Ich bin hier blöderweise noch nicht fahrtüchtig. Ich habe noch keinen Führerschein. Der wurde mir aberkannt in meinem alten Land, wo ich ursprünglich herkomme. Ich komme aus Ecuador. Bin ich einfach los. Ich musste raus. Sie sind der zweite Therapeut, den ich hier im Auto hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie gesprächigere Leute und Kundschaft gehabt als Therapeuten tatsächlich. Und ich muss Ihnen dazu sagen, der letzte Therapeut hat mir als Bezahlung ein Auto geschenkt. Das müssen Sie natürlich toppen dann heute. Wahnsinn. Gerade wenn Sie so frisch auf der Insel sind. Ich wünschte, ich könnte das. Wie war Ihr Name noch gleich? Herr Bergmann war mein Name. Bergmann. Genau. Und Sie waren? Wolter. So. Sehr schön. So, dann rufen wir mal den Herrn Aquaman an. Fragen mal, ob der bereit ist für die nächste Sitzung. Mal schauen. So. Ja, grüß Gott. Herr Aquaman, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ja, einen schönen, wunderschönen Abend, bitte. Ich wollte ganz kurz nachgehört haben, wie es bei Ihnen gerade zeitlich aussieht, ob eventuell die nächste Therapiesitzung vielleicht schon anstehen sollte. Dann treffen wir uns am Würfelpark, Herr Aquaman, ja? Machen wir so. Okay. Dann machen wir die Therapiesitzung im Auto. Wunderbar, danke, bis gleich. Hallo, Aquaman. Das sind deine Freunde, Aqua, nehme ich an. Ja, eigentlich Leute von... Ich cool bin, da kommt auch noch einer eigentlich. Okay, interessant. Und wer bist du, Blondie? Ich bin, mein Name ist Bernd Wolter, ich bin gelernter Psychologe, Therapeut. Gut, Aqua, machen wir uns auf. Fahren wir im Auto oder wie machen wir es? Jetzt nicht. Ja. Wie gesagt, gelernter Psychologe. Wenn Interesse besteht bei den Herren, wir können gerne eine Gruppentherapiesitzung machen, wenn wir alle mal über unsere Probleme quatschen möchten. Und ja, wir machen auf jeden Fall Fortschritt. Es dauert halt. Er muss halt erkennen, dass er nicht wirklich ein Superheld ist, sondern ein ganz normaler Bürger dieser Stadt und wieder hier in die Gesellschaft reinkommt. Was fick ich denn zu meiner Bürger? Hey, ich bin Superheld von der Geschichte. Aber beruhig dich. Beruhig dich. Hey, ganz ruhig. Aqua. Nein. Ja. Wir kriegen das. Herr Therapeut, kommen Sie mal kurz zur Seite. Natürlich. Komm doch zurück, mein Digga. Therapeut, ich auch ein bisschen was, gleich mal Digga. Komm doch einmal. Du genauso. Schau, die hat Therapeut schon wieder gesagt, immer mich verpackt. Aqua, ich bin da. Beruhig dich. Aqua, beruhig dich. Herr, Sie sind scheinbar Herr.
Herr Los Santos? Captain Los Santos. Captain Los Santos. Sie sind der Vater von Aqua? Bin ich das? Genau. Ja, das ist der blaue, der mit der Taschenlampe. Ah, okay, wunderbar. Ihr Sohn hat mir von seinem traumatischen Erlebnis mit dem Auto und der Klippe erzählt. Also scheinbar gibt es... Was hat er erzählt? Es gibt wohl ein Problem, was tief sitzt bei ihm. Er hat wohl einen Unfall gehabt an der Klippe. Ich denke mal an, die Story kennen sie bereits. Und, Ja, ich habe ihm nicht erzählt, ich schäme mich dafür. Junge, du scheiß Arschloch, was erzählst du denn? So, apropos, sollen keine, wir so auf Seite gehen, damit es nicht jeder mitbekommt? Weil... Keine gesunde Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ja. Wenn Interesse besteht, wie gesagt, ich würde gerne eine Gruppentherapiesitzung vorschlagen. Ja, also ich würde sagen, mach mal eine, aber erst ohne natürlich kostenlos hier, ne? Erst eine kostenlose natürlich, oder wie? Klar. Eine Probesitzung. Eine Probesitzung, aber fahren Sie beim Taxi etwa auch eine Runde Probe, oder was? Ja. Bei manchen. Kann ich mir so schlecht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Akku. Gut. Akku, wo soll ich hinfahren? Wo ist dein Akku schon? Muss mal ganz kurz ans Handy gehen. Harry. Ah. Perfekt. Hier, benutze ich die Kartons zum Hochspringen. Und dann? Ist das. Hier ernsthaft? Ja, ich komm hier. Ich glaube, er schläft hier unter diesem Dach. Guck hier, Aquas. Treib dein. Da hinten? Oh, verstehst du jetzt, warum ich mich für ihn schäme? Ich verstehe das. Ihr Sohn hat mir auch gesagt, er hätte seinen eigenen Store. Jetzt sind wir auf dem Dach von irgendeinem Gebäude. Boah, da steht Aqua, könntest du dich schließen oder was? Ich provoziere mich doch nicht, verdammt doch, weil ich komm doch her, du. Ich möchte keine. Da hat gerade eine Katze geschrien. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber und setzen uns hier vielleicht oben aufs Dach, eventuell die Herren. Wir müssen jetzt generell mal über seine ganze Situation reden, oder? Komm, wir fahren zu mir. Aqua, wie sieht's aus? Hast du jemals eine Frau oder so hier geschleppt? Ja, zu einer. Ja, das ist deine Mutter. Was? Au. Ja. Nun gut, also Aqua, deine derzeitige Lebenssituation, wenn ich das kurz beschreiben darf, sieht's wie folgt aus. Du wohnst auf dem Dach dieses Ladens, der dir nicht mal gehört. Ja, hier chill ich öfters. Das ist so wie Kessel Aqua. Aber das ist ja nicht dein Laden. Aber es steht Aqua drauf, also könntest du mir, ich habe auch schon alles drauf uriniert. Also gut. Kurz gesagt, habe ich mein Territorium markiert. Du bist aber kein Hund, oder? Ich meine, du bist Aquaman. Nein, aber das machen ja auch die Tiere, oder? Wir sind ja auch Säugetiere. Hallo? Ah, jetzt. Ja, wunderbar. Sehr schön. Entschuldigen Sie. Ja. Aqua, du bist seit mehr als 3 Wochen obdachlos. Ist das richtig? Ja, ist 3 Wochen. Davor war ich so eine Woche nicht obdachlos. Mhm. Und davor war ich dann so 5 Monate obdachlos. Und die eine Woche, wo du nicht obdachlos gewesen bist, ging es dir da besser? Ja, ich habe Payday bekommen. Du hast Payday bekommen? Ja, das ist Sozialbonus. Sozialbonus. Hast du eventuell da auch einen vernünftigen Job gehabt? Nein, ich habe vom Sozialbonus gelebt. Wäre es nicht vielleicht an der Zeit, dass du eventuell dir einen eigenen Beruf suchst? Ich meine, dein Vater scheint ein eigenes Business am Laufen zu haben. Versteh mich nicht falsch, Aqua. Ja, ich habe doch geschrieben, ich will arbeiten bei dir. Was hast du mir denn geschrieben? Ja, per SMS. Ich so, kann ich bei dir arbeiten? Aqua, gut, das ist aber sicherlich nicht böse. Dein Vater wird ein vielbeschäftigter Mann sein. Andi, wenn du eventuell Aqua die Möglichkeit geben würdest, bei dir im Unternehmen mitzuarbeiten, vielleicht kleinere, einfache Aufgaben zu machen, Botengänge und sowas, und ihn damit vielleicht verhilfst, wieder eine Wohnung zu finden, ein anständiges Leben aufzubauen und eventuell dann auch tatsächlich bei der Rehabilitation und bei der Heilung, bei der Heilung zu helfen, es erfordert von beiden Seiten eine Menge Arbeit. Ja. Und dein Kostüm, was du trägst, ist nur ein Kostüm um das Trauma, von dem du... Hey, was bist du da hin? Aqua! Ja? Ey, pack deinen Schwanz weg. Unglaublich. Aqua. Ja. Hey, hallo. Weg. Schau mal, genau das ist das Verhalten, was dein Vater nicht sehen möchte. Gut. Ruf deinen Arzt. Alles in Ordnung da drin? Hallo? Ach du Scheiße. Oh nein, der ist... Alter, geht's dir gut? Der ist bewusstlos. Das ist nicht wahr. Aqua! Alter, Hassan! Ja? Aqua! Ja? Du hast diesen Mann ins Koma... Soll ich den Krankenwagen rufen? Ich hab das in dem Film gesehen, die haben das auch gemacht. Wenn eine Qualle auf einen beißt, da muss man auf die Person urinieren, okay? Das ist sehr hilfreich. Aqua, hör auf damit! Lass das! Ich schäme mich schon wieder... Komm, steh auf jetzt! Ich weiß nicht, du fandest ja die Waffe weg, die Waffe bitte weg. Aqua,
Aqua, hey! Aqua! Aqua, hallo! Hör auf! Lass deinen Vater in Ruhe. Geh aus dem Zimmer raus. Geht's ihm gut? Ist in Ordnung? Ja, mir geht's sehr gut. Alles gut. Ich pisch auf mich. Ich pickel. Aqua, Aqua, bitte. Aqua, Aqua, bitte. Aqua, bitte. Aqua, hey, aua! Aqua! Meinen Sie nicht, dass... Nein! Scheiße, komm mal jetzt Nicht mit der Waffe, nicht mit der Waffe. Das... Aqua, bitte. Aqua. Aqua, steh auf. Steh auf jetzt. Aqua, dein Vater zieht mit deiner Waffe auf dich. Jetzt hör endlich mal auf deinen Vater. Aqua, schau. Zieh dir bitte ein anderes Outfit an. Dann haben wir den ersten Schritt schon mal getan. Okay? Aqua, bitte. Aqua. Hey, hey, keine Schüsse, bitte. Keine Schüsse. Aqua, raus. Raus. Bleib. Aqua. Bleib bitte stehen. Aqua. Aqua, bleib jetzt stehen, Mann. Aqua. So, Hassan geht zur Seite. Gleich mit dir, Stück Scheiße. Oh, oh. Aqua! Du Stück Scheiße, komm her hier! Nein, Moment, das muss nicht sein, bitte, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Kleines Stück Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aqua, 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 bitte. Kein Kranken. Aqua! Mann. Ey! Aqua, Aqua, hey, hey! Hey, 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 Aqua, du musst wirklich irgendwann auf deinen Vater hören, verdammt nochmal. Hey, hallo! Ich glaube, seine Augen gehen zu. Sollen wir den Krankenwagen? Oh mein Gott, wir haben zu. Aqua, steh bitte auf! Aqua, bitte steh auf! Ich bin Bernd Wolter, Psychologe. Einen wunderschönen guten Abend. Du bist Psychologe? Ich bin Psychologe und es ist komplett eskaliert. Dieser Junge will nicht. Am besten nicht auf den Kopf treten. Aqua, nein, hör auf. Komm, wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus und dann kümmern sich die Ärzte um dich, okay? Steig bitte das Auto ein, Aqua. Aqua, steig in das Auto ein. Er hat die Bullen gerufen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Aqua, wo bist du? Oh mein Gott. Verdammt nochmal. Schließen Sie, komm. Ja, mein Verrückter, der hat mir im Bauch gestochen. Einen wunderschönen guten Abend, die Herren. Ich habe das alles nur am Rande mitbekommen. Ich bin relativ neu hier. Ich bin Psychologe und versuche hier nur die Situation zwischen den beiden ein bisschen aufzuklären. Psychologe im Außeneinsatz oder was? Ja, wir haben am Würfelpark angefangen und hatten die erste Sitzung auf einem Dach und der Herr Aqua hat sich leider ein bisschen quergestellt und dann scheint es in der Wohnung irgendwie eskaliert zu sein. Ich war kurz draußen und ich habe das leider nicht alles so mitbekommen. Frage, auf welches Paradigma haben Sie spezialisiert? Generell Verhaltenspsychologie. Verhaltens- und Familienpsychologie. Leider habe ich hier noch keine Zulassung, aber verdiene mir damit ein bisschen Beibrot, indem ich einfach Familien, die es etwas schwerer haben, berate. Ja, das ist ein hoffnungsloser Fall, da kannst du nichts mehr beraten. Ja, wir haben unser Bestes getan. Schließlich hat er sich schon mal normal angezogen und ja, ist bereit. Die haben mich einfach im Bauch nicht. Doch, Scheiße, komm mit mir. Sie sind wahrscheinlich dann die Mutter, nehme ich an. So in etwa? Hallo, ich bin der Psychologe. Genau, richtig. Ich bin der Kerl, der sich momentan um Aqua kümmert. Ja, vielleicht. Ihr Sohn ist ja leicht anders als andere Kinder. Leicht. Und schwer erziehbar und hat ein großes Respektsproblem. Der Vater hat jetzt gerade eben mit Aqua relativ traditionellen Methoden versucht, das Kind zu disziplinieren. Alter. Wichtig wäre es auf jeden Fall, dass wir eventuell mit diesem Kind versuchen, durch Zugabe von Medikamenten oder eventuell einer langen Gesprächstherapie, ich meine vielleicht auch einem geregelten Einkommen, einem Job und einer Wohnung. Der Junge ist seit 3 Wochen obdachlos. Gut, wie ist denn Ihre Beziehung als Mutter zu Ihrem Sohn? Eher distanziert wie beim Vater oder... Ja, du weißt die Beste. So viel besser kümmert sich immer noch. Ja, die kommt sofort vorbei. Der mit der Mütze, der hier oben ohne ist, der deutliche Schizophrenie aufweist. Vielleicht wäre hier eine Zwangseinweisung in eine geschlossene Einrichtung eventuell nicht verkehrt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich bin 7 Jahre alt. Was glaubst du, verdammt noch einmal, dass du mir meine Ehre wegnehmen, verdammt noch einmal, ich hab dir gesagt, du sagst immer, du bist kein Super zu mir und dann sag ich zu dir, ich bin... Hey, Aqua, ganz ruhig. Hey, nicht spucken, nicht spucken, bitte. Siehst du, Aqua, jetzt hast du schon einen Job und jetzt fehlt nur noch die eigene Wohnung und dann bist du fast schon wieder ein funktionierender Teil der Gesellschaft. Hallo, selten so einen schweren Fall gehabt, das ist unglaublich. Die Hauptsache ist, dass er jetzt eine Tagesbeschäftigung findet, wisst ihr? Genau, schau. Und dann kannst du dir damit irgendwann eine eigene Wohnung nehmen und dann geht's dir schon deutlich besser. Tu dir doch schon die Kacke, die in der Küche ist. Was machst du? Welche Kacke in der Küche?
Hast du in die Küche geschissen? Hast du in die Küche geschissen? Ja, ja. Bescheid sagen. Dankeschön, einen schönen Abend noch. Tschüss. Hau rein, Andi, mein Hübscher. Ciao. Oha, mein Leben geht's doch wieder. Was war das bitte für ein krank funny Stream einfach, Alter? Was war das bitte heute, Alter? Junge, 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 ich habe einfach 7 Stunden gestreamt. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder mit einer weiteren Episode aus dem Leben von Bernd Wolter. In dem Sinne, meine Freunde, macht's gut. Wir hören uns morgen. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen.